Thank you.
Ich habe Sie im Gespräch am Rande dieser Proben- und Konzertphase mit unserem Orchester gefragt. Ist das für Sie ein Bonus? Ist das die Chance, auch sich mehr aufeinander einlassen zu können und die Möglichkeit, an den Feinheiten ein bisschen intensiver auch zu arbeiten? Ja, ich finde immer, ein Konzert ist viel zu wenig. Gerade wenn man mit einem Orchester spielt, wo man sich sehr wohl fühlt, wie ich jetzt gerade im Moment, dann hat man so viel Spaß und dann freut man sich auf die zweite Generalprobe, wo man ein bisschen mehr zusammenarbeiten kann. Und dann jetzt, wo die zwei Konzerte ja auch live übertragen werden im Radio, ist dann die Spannung sogar noch mehr da. Das wäre auch eine Frage gewesen von mir, wie man sich dann auf sowas vorbereitet. Weil wenn man sonst auf die Bühne geht, dann weiß man, okay, es ist hinterher dann weg. Genau. Und jetzt ist es aber für die Ewigkeit festgehalten. Ja. Ist das tatsächlich in Ihrem Kopf auch so ein bisschen drin? Ja, natürlich, aber nicht in eine, wie sagt man, in eine negative Weise, weil ich finde es immer sehr schön, wenn da so kleine Unperfektionen im Live-Recording ist. Das hat was sehr Menschliches und auch wenn es nicht zusammen ist, weil alle die Aufnahmen, mit der ich aufgewachsen bin, von Heifetz, Oistrach und Milstein und so, waren alle sehr live. Und jetzt vermisse ich das so ein bisschen heutzutage CD-Aufnahmen. Also so genau, und für mich ist das, weil das kann nicht sein. Vor allem, wenn alle so Spannung haben und was fühlen, dann alle reagieren anders. Und es ist ganz normal, dass mal hier und da ein bisschen tempomäßig anders ist. Ich habe gestern so ein bisschen zugehört bei der Live-Übertragung aus Kaiserslautern an meinem Büro-PC, habe ich so ein bisschen mitgelauscht. Und mir ist aber aufgefallen, weil Sie von Unperfektion reden, dass Sie unglaublich sauber spielen und dass es sehr virtuos ist und dass Sie diese ganzen akrobatischen Herausforderungen, die Wieniawski da einkomponiert hat, wirklich ganz leicht, so empfindet man das oder so hört man das aus dem Ärmel schütteln. Zum Beispiel, ich mache ein bisschen so einen Unterschied zwischen Schostakowitsch schwer und Wieniawski Sarasate schwer, weil das sind ja Geigerkomponisten. Und Geigerkomponisten, vor allem Wieniawski und Sarasate, und das wurde ja Sarasate gewidmet, die spielen mit so einer Leichtigkeit. Und Paganini auch. Es sollte nie klingen, als würde man so ein bisschen Mühe haben. Ja, Mühe geben muss. Und das ist natürlich schwierig, weil man kann auch nie so viele Rubatos machen, wenn es mal ein bisschen schwer und müde wird. Und man muss immer nach vorausdenken. Und ich finde Geigerkomponisten, die Werke von Geigerkomponisten sehr, sehr charmant. Und es passt auch die Geige sehr gut. Und in diese zweite Violinkonzert von Wieniawski sieht man einfach alle Technik von Geige. Wirklich alles. Aber im Gegensatz zu dem ersten Konzert von Wieniawski ist das hier mehr leichte Musik, also mehr leicht zu hören und auch leicht zu verstehen und ist romantisch, aber in eine sehr hoffnungsvolle Weise. Und diese musikalische Geste von Wieniawski möchte ich gerne rausbringen, was sehr leicht ist. Das ist Ihnen auch wunderbar gelungen. Aber wie geht man dann ran an so ein akrobatisches, sportliches Stück? Weil Sie haben es gesagt, da steckt alles drin, von Sechsten über Oktaven, über sämtliche Doppelgriffe, das Griffbrett rauf und runter, unglaublich schnelle Läufe und dann aber auch langsame Passagen, in denen Sie so wirklich viel von sich auch geben müssen. Genau. Wie geht man ran an ein solches? Also zum Beispiel der zweite Satz ist ja eine Romanze. Und es gibt sehr viele verschiedene Romanzen von Beethoven. Und Beethoven wäre ja ein bisschen ernsthafter als Wieniawski. Hier in dieses ein bisschen so salonmusikmäßig. Und da darf man nicht so, ich persönlich denke, dass man nicht so hinschmelzen darf. Wenn man zu romantisch damit umgeht oder zu gefühlsam, dann wird es ein bisschen kitschig nach einer Weile. Und das ist diese schwierige Interpretation, wo ich mir auch immer bewusst sein muss. Man kann sehr hinschmelzen, wenn man möchte. Und zweite ist, man muss einfach sehr leicht im Körper sein, auch physisch. Man darf nie Kraft geben in dieser Konzert, sonst wird es zu schwierig für einen. Und das versuche ich auch immer. Natürlich in einem Tag es ist gut und gestern habe ich mich sehr wohl gefühlt und sehr leicht gefühlt. Haben Sie Rituale, mit denen Sie zum Beispiel auch vorbeugen, damit gar keine Nervosität aufkommt, oder haben Sie gar keine Probleme damit? Weil es gibt ja Künstler, die haben so diese anstauende Nervosität, die nassen Finger oder die zittrigen Bogenhände nicht. Ich habe sehr nassige Finger, vor allem von meiner linken Hand, und das natürlich manchmal mit Glissandos und so bringt es schon ein bisschen Schwierigkeiten.
Vor dem Konzert war ich sehr nervös. Gestern war ich auch sehr nervös. Aber diese Nervösigkeit, wo wir gerade vorhin ja von meinem Lehrer gesprochen haben, Christoph Poppen, der hier auch lange Dirigent war. Wir haben einmal ein Konzert gespielt und bin ich zu ihm hin und habe gesagt, ach Christoph, ich bin so nervös, hat er gesagt, heilige Lampenfieber. Und das war ein paar Jahre her jetzt und seitdem ist es mir ein bisschen leichter. Also ich glaube, ohne diese Lampenfieber würde es sowieso nicht, man kann keine Konzerte geben, wo man nicht nervös ist und dann ist es auch nicht mehr so schön, finde ich. Vielleicht ist es ja auch das Ding, diese Nervosität in was Positives umzumünzen, genau. Dass man sich und das mehr hat er mir geholfen damals und jetzt in meinem Kopf ist immer, wenn ich nervös werde, dann sage ich zu mir, das ist heilige Lampenfieber und das soll auch so sein. Gibt es was Spezielles, was Sie dann vor dem Konzert brauchen? Eine bestimmte Ruhephase der Konzentration, was Bestimmtes zu essen, zu trinken oder Schlaf? Das hängt ja irgendwie alles auch zusammen, dass man sich in seinem Körper gut fühlt. Ja, aber das Problem ist, ich habe jahrelang gesagt, so ja, jetzt brauche ich 2 Bananen, jetzt brauche ich eine ganze Liter Wasser und so. Aber das bringt nichts, weil man macht das dann und in einem Tag wird man so enttäuscht. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte und trotzdem geht nicht. Also versuche ich das nicht. Ich versuche Banane zu essen und ein bisschen Ruhe zu haben und ein bisschen auch im Kopf. Und das mache ich mittlerweile mit so halbe Stunde warm machen. Ohne musikalische Geste mache ich einfach nur, dass meine Finger warm bleiben. Das ist, was man braucht. Die Geige ist ja quasi schon Ihr Partner, seit Sie 3 Jahre alt sind. Können Sie sich überhaupt an ein Leben Clara Jumikang erinnern ohne Geige oder war sie gefühlt immer schon da? Meine Eltern waren beide Opernsänger und natürlich war es sehr, sehr natürlich, zu Hause Musik zu haben. Und ich bin 3. Kind und meine Geschwister haben auch alle Musik gemacht. Aber ich hatte 11 bis 14 keine Geige gespielt für eine Zeit lang und dann hatte ich auch dieses Leben ohne Geige. Also es war nicht von mir absichtlich, sondern ich hatte einen Unfall gehabt. Ich habe Basketball ein bisschen gespielt und dann habe ich meinen Finger verletzt, meine linken Hand. Es hat mir zwar Spaß gemacht, ein bisschen so als Teenager in die Schule, normale Schule, aber ich habe mich wieder zurückgefunden, obwohl es eigentlich ein bisschen kompliziert war mit dem Unfall. Und da glaube ich, dass es mir vielleicht viel zu viel Freude macht. Das ja. Musizieren an genau. sich, ja. Aber Sie haben ja von Anfang an auch eine ungewöhnliche Karriere verfolgt. Einige würden vielleicht sagen, schon in Richtung Wunderkind, weil Sie mit 4 Jahren, glaube ich, schon an der Mannheimer Musikhochschule waren. Da gibt's ja auch so eine lustige Geschichte mit eines Schreibfehlers, dass Sie angemeldet wurden und aus der 4 wurde dann eine 14, sodass man sich nicht gewundert hat, dass ein so junges Kind an die Musikhochschule kommt. Können Sie sich noch erinnern, war das auch Ihr Wunsch oder war das damals schon mehr, dass die Umgebung das gerne sich gewünscht hätte, weil sie gesehen haben, da steckt ein großes Talent. Ich glaube, jetzt, wo ich daran denke, meine Schwester, 7 Jahre ältere Schwester, hat Geige und Klavier gespielt. Und ich erinnere mich noch, als 3. Kind war nichts meins. Alle Kleider, die ich anhatte, Spielzeug, alles war, was mein Bruder oder meine Schwester gehabt hatte. Und ich habe mit Klavier angefangen. Irgendwie fand ich das so schön, dass meine Schwester ihre eigene Geige hatte. Da habe ich gesagt, wenn ich meine eigene Geige habe, dann ist es ja wirklich meins und auch kleiner. Und da habe ich mir das gewünscht und dann habe ich das zu Weihnachten bekommen. Und ich glaube, danach war das der einzige Zeug im Haus, was meins war. Und dann habe ich das nie von mir trennen lassen. Also das ist immer noch bis heute ihr eigenes Ding. Es ging ja dann aber in jungen Jahren auch nach New York zur Juilliard School, einer der renommiertesten Institute überhaupt. Und bei Dorothy Delay unter anderem haben Sie studiert. Wie haben Sie das dann damals überhaupt erlebt in diesem jungen Alter? Wird einem das nicht manchmal ein bisschen zu viel, wenn man dann so schon in so jungen Jahren so ernsthaft auch sein muss? Und bei mir war das ein bisschen anders gewesen, weil ich von Persönlichkeit, also schon als kleines Kind unglaublich schüchtern war, aber ich dachte immer, ich bin erwachsen. Ich dachte, wenn jemand mir gesagt, oh, bist du nicht nervös und so als kleines Kind behandelt hat, war mir das sehr unangenehm. Und ich dachte, wieso fragen sie mich immer, wieso ich nervös bin und fassen meinen Backen an, mein Gesicht und so. Und ich hatte das sehr nicht gern gehabt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wieso ich so gedacht habe, vielleicht wegen älterer Geschwister. Aber ich hatte es einfach sehr von Anfang an ernst genommen. Und meine Eltern waren auch sehr ernste Musiker.
Ich habe immer Wagner-Opern als kleines Kind zuhören müssen und so. Und ich glaube, das war einfach sehr natürlich. Ich habe immer auch bis in meine 20er Jahren immer ältere Freunde auch gehabt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich in meine Persönlichkeit. Also es hat einfach gepasst, genau, auch von Anfang an. Wie empfinden Sie das heute, so ein Musikerleben zu führen? Eben als wir auf der Treppe vom großen Sendesaal hier hoch ins Studio gegangen sind, haben Sie gesagt, es ist schon auch anstrengend, weil man eben viel aus dem Koffer lebt und viel fliegt und dann Jetlag und alles drum und dran. Aber würden Sie trotzdem sagen, es ist schon ein Traumberuf für Sie? Ja. Ja, gestern, heute Morgen habe ich. Ich denke, jede 3-4 Stunden sage ich mir selbst, das ist trotzdem mein Traumjob. Einfach musizieren zu können, dass überhaupt Leute kommen, um meine Musik zu hören, meine Interpretation. Ich meine, es ist nicht so, in meiner Meinung nach, ich gebe mir Mühe, aber wenn es mal rüberkommt und wenn die Leute dann auch kommen und zuhören, das ist für mich wirklich ein Traumjob. Clara Jumi Kang, die Solistin unseres SR-Studiokonzerts, das wir heute live mit unserer Deutschen Radiophilharmonie aus dem großen Sendesaal des Saarländischen Rundfunks hier auf SR2 Kulturradio übertragen. Die 31-jährige Geigerin hat für heute Feierabend. Nächste Woche geht's für sie nach Armenien, dann mit dem Doppelkonzert von Johannes Brahms.